Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Moment. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, es funktioniert nicht so, wie ich das möchte. Hallo? Nee, ja, müsste eigentlich klappen. Ja, okay. So, es regnet mal. Wir haben einen schönen. Müssen mal nicht gießen und können uns voll und ganz auf die anderen Tage Sachen konzentrieren. So, was hatten wir denn vor? Wir wollten ja die Steine, die hatten wir, soweit ich weiß. Habe ich jetzt sie? Steine hatten wir. Brauchen natürlich noch die Baumstämmchen. Wie viel waren das? 750 oder so insgesamt. Mit dem Haus, was wir danach bauen. Deswegen machen wir jetzt schon mal das hier. Regen ist auch mal schön, da muss man nämlich nicht so viel machen. Eigentlich mal gucken, das können wir gleich mal eben machen. Teuer so ein Huhn ist. Teuer so ein kleines Hühnchen ist. So. Stall hätten wir auf jeden Fall schon mal zusammen. Ja, mal so, man kriegt es ja auch relativ schnell. Hatte der jetzt Montag oder Mittwoch nicht offen? Ich glaube Mittwoch. Egal. Machen wir das eben jetzt so. Sammeln, sammeln. Müssen auch unbedingt noch mal in die Mine rein. Unbedingt. Auch noch 1800. So, können wir nämlich das schon mal ein bisschen ruhen lassen. Und uns voll und ganz auf unseren kleinen Hühnchen konzentrieren. Das Silo ist noch nicht fertig, oder? Oder baut die da noch dran? Oh, doch, es ist schon fertig. Heißt, wir können schon ein bisschen Heu sammeln. Viel natürlich auch nicht, weil wir ja natürlich die dementsprechende Ausdauer nicht mehr haben. Also bis 25. Ach, das nimmt gar keiner weg. Sehe ich gerade. Ja, das ist ja auch cool. Aber das hier, ne? Nee, das auch nicht. Das ist ja cool. Das ist, glaube ich, nur das Holzen. Und so das wegnimmt. Okay, dann nehmen wir das hier schon mal ein bisschen. Dann kann das nämlich schon mal gemütlich nachwachsen. So viel mag ich auch nicht. Mal gucken, dass wir meine kleinen Böhnchen erwischen. Brauche ich nämlich noch. So, das lasse ich da. Das kann nämlich nachwachsen. Wie viel haben wir jetzt in unseren? 77 von 240. Ja, das geht doch. Das ist doch richtig toll. Muss ich hier immer so kleine Botzen lassen, weil dann wachsen die, glaube ich, wieder nach. Ich möchte auf jeden Fall zwei Hühnchen haben. Das ist auf jeden Fall, das muss ein Muss. Zwei Stück. Fasern. So. Gehen wir mal gucken. Die war ja, glaube ich, hier, ne? Lachsbeere. Nehmen wir mal mit. So, hallo. Tiere kaufen.
Mal gucken. Tipp da. Was haben wir denn hier? Guck mal, ein Heu kostet 50 und wir kriegen ja eigentlich theoretisch umsonst. Das müssen wir auf jeden Fall auch noch kaufen, bevor wir dann den Winter haben. Mitnehmen. Gerade das, was wir jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr brauchen. Ich weiß nicht, vielleicht braucht man das ja noch mal. Egal, können wir noch ein bisschen sauber machen. Echt viel Heu, sehe ich gerade. Also hier ist echt viel Gras. Also einfach nur wegmachen kann. Ich wusste ja noch nicht mal, dass man die so kaputt machen kann. Und wir wollen unbedingt die Axt oder die. Ich würde sagen, wir nehmen als erstes die. Wie heißt das denn jetzt nochmal? Oh Mann, die Axt, genau. Habe ich doch gerade schon gesagt. Die Axt. Und verbessern die. Hier raus. Das bleibt da. Das bleibt auch da. Ich überlege mir die ganze Zeit schon, wie wir so strukturiert 150 von 240, wie wir so strukturiert irgendwie das hier machen alles. Erstmal tue ich rein. Das. Die Steine, die nehmen die Fasern und das andere könnte ich noch einpflanzen, die Saat hier. Aber dann kriegen wir auch noch was raus. Haben oder nicht haben. Muss ja nicht hießen, also haben wir noch ein bisschen Glück. So, dann tun wir das da rein und das da rein. Und ja, ich denke, wir werden jetzt schlafen gehen, weil. Oder haben wir jetzt noch irgendwas, was wir machen können? Ich glaube nicht. Vielleicht können wir ja noch mal ein bisschen rumgucken gehen. Ups. Hier noch ein paar Sachen suchen, die wir verkaufen können, damit wir auch noch ein bisschen Geld haben. Sonst ist das immer. Ich hasse diese Farmerei. Dieses immer. Anpflanzen, warten. Weil man nie weiß. Oh, irgendwie leckt es gerade hier ein bisschen. Aber nie genau weiß, was man da machen muss. Oder was. Was ist das hier eigentlich? Das ist eine Lachsbeere. Ah, eine Lachsbeere. Könnte man ein bisschen mehr liegen. Ach, Fischen. Genau, Fischen können wir auch nochmal. Ja, wir haben ja jetzt erstmal. Die Axt fertig, also das Holz gesammelt für den Stall. Bilde ich mir jetzt ein oder kam jetzt gerade so ein Blub. Alte Puppe haben wir nochmal gefunden. Für den Grund da. Na, mit, die können wir dann nämlich in die Mine essen. Und dann haben wir noch ein bisschen. Oh. Wärmeregen ist auch eine schöne Art, um sauber zu werden. Okay. Aber das ist mein Handy. Was ist das gerade gar nicht? Auf jeden Fall hat. Da war es schon wieder. Da war es schon wieder. Dieses Blub, Blub. Ich höre mal gleich in der Aufnahme rein, ob das auch da ist. Aber dann habe ich mich definitiv nicht verhört. So. Hier drinnen ist noch nichts, ne?
Ich glaube, das kriegen wir erst. Keine Ahnung, wann wir das kriegen. Ob wir das überhaupt kriegen. So, dann mache ich jetzt erstmal. Ja, dann gehe ich jetzt schlafen. Die Folge beenden? Nee. Ich mache noch. Also, ich mache. Ich hänge noch einen Tag dran. Also, wenn es jetzt ein bisschen Überlänge ist, tut es mir leid. So, wir haben. Anderes, anderes. Ja, nur 160? Das war ein bisschen wenig. Tag 18. Oh, es regnet schon wieder. Ja, das ist ja toll. Hallo. Wetterbericht. Willkommen, Dinge. Teils wirklich mit einer leichten Brise. Erwartet eine Menge Pollen. Wahrsager. Ich fühle, dass ein neuer Zuschauer hinzugekommen ist. Eine junge Dame aus dem Sterntautal. Willkommen, willkommen. Die Geister sind heute sehr glücklich. Sie werden ihr Bestes geben, um Leben heute gutes Glück zu bescheren. Willkommen bei Leben. Leben vom Land. Hier sind wir wieder mit einem weiteren Tipp für euch. Spitzt die Ohren. Erfrischender Regen, der beste Freund des Bauern. Wenn es regnet, brauchst du dir um die Bewässerung eurer Pflanzen keine Gedanken machen. Nutze das zu deinem Vorteil. Ach, das finde ich auch toll. Natürlich. Oh, die Kartoffeln sind fertig. Kartoffeln. Wir müssen natürlich gleich wieder neue holen. Aber ich verkaufe die bei den Pier. Wir brauchen ein 3, 6, 9, 12, 15. Ich hole einfach 25 Stück oder 30. Wir wollten, was wollte ich denn jetzt machen? Abgesehen jetzt davon. Ach ja, die habe ich ja auch nicht verkauft. Egal. In die Mine gehen. Wir haben einen Ofen. Wir haben 4 Kohle und 17. Ja, wir brauchen das aber. Ach Mensch. Aber das könnten wir verkaufen. Das könnten wir mitverkaufen. Die Puppe können wir zum Günther bringen. Ja, die können wir zum Günther bringen. Erstmal müssen wir warten, bis wir 9 Uhr haben. Mal gucken, ob hier wieder was liegt. Können auch angeln gehen, oder? Liegt ja auch manchmal was rum. Warten erstmal. Bringt ja nichts. Egal, warten wir erstmal hier. Ist ja nur noch eine Stunde. Eine Fliege, die mir ins Gesicht geflogen. Hey, kennt man sich? Was willst du? Lass mich in Ruhe. Für eine Frechheit, ey. Diese kommen aber irgendwie auch keine Aufträge mehr. Ich weiß auch nicht wieso. Oh. Willkommen bei Piers. Wie kann ich dir helfen? Oder ahem. Oder sowas. Kommt her, Leute. Gutscheine für 50% Rabatt im Julia-Markt. Was für ein Assi. Nun, irgendjemand interessiert? Oh. Aber ich komme gegen diese Preise nicht an. Ich würde Verluste machen.
Es muss schwer für dich sein, deine loyalen Kunden einfach so zu verlieren. Aber kannst du es ihnen vergrübeln? Der Joja-Konzern ist eindeutig die bessere Wahl. Bald wird der ganze Ort das verstehen. Nö, ich kaufe lieber beim kleinen Markt, Supermarkt. Guck mal, jetzt sind die alle wirklich weg. Egal, wir verkaufen erstmal das, das, das. Das, 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 das. Wir können den Dinger bauen. Jo, ich kaufe mir jetzt so viele. Zwei. Nein, was mache ich denn da? Egal. Wie lange brauchen die denn? 12 Tage. Wir haben den 18. Schaffen die nicht. Egal, fürs nächste Jahr. Ich leider noch eine Lachsbeere verkaufen, weil sonst kriege ich das Geld nicht zusammen. Egal, 26. Kann ich die auch verkaufen? Verkaufe ich die einfach? So, wir brauchen dann 4000 G, 300 Dinger und 100 Steine. Ich hoffe, die ist da. Ich glaube nämlich, die ist nicht da. Die Molly. Die Molly Knolly. Egal, wir probieren es einfach. Das. Steine, Holz und so. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich hatte gerade einen kleinen Vorfall, deswegen musste ich einmal pausieren. Dann hatte ich den Vorfall. Habe ich gemerkt, war noch gestummt. Und bin dann schon mal ein bisschen gelaufen. Egal, wir gehen auf jeden Fall jetzt erstmal gucken, ob sie da ist. Ich glaube, sie ist Donnerstag nämlich nicht da. Ich weiß auch gar nicht, wo man das nachgucken kann. Nur der? Ah, sie ist doch da. So, wir gehen ein Hofgebäude einrichten. Wir möchten einen Hühnerstall bauen. Bauen, bauen, bauen. Bauen und dann verhauen. So, wir möchten ihn hier hin haben. Auf die schöne freie Fläche. Da, wo es natürlich nicht geht. Wenn ich den hier oben hinbaue. Warum geht das denn nicht da? Bau nicht möglich, ja, weil da jetzt so. Komm, die ist doch wahrscheinlich bis 16 Uhr da. Gehen wir die doofen Dinger eben kurz wegmachen. Oh. Gott, erbarme mich. So ein kleiner Wurm. Guck mal, jetzt, wo man es nicht mehr braucht. Ich glaube, das brauchen wir. Jetzt wieder zurück und wieder das gleiche Spiel. Also das finde ich echt doof, dass man nicht einfach sagen kann, okay, möchten Sie die Bäume oder was auch immer da gepflanzt ist, mit abreißen oder so. Das wäre natürlich besser. So, wir gehen nochmal hier hin. Da ist schon wieder dieses Blub. Jetzt habe ich es aber deutlich gehört. So, Hofgebäude. Das Bauen. Ein Hühnerstall. Wählen einen Ort. So, wir nehmen den. Hier machen wir den hin. So. Okay, ich werde morgen früh damit anfangen, an deinem neuen Hofgebäude Hühnerstall zu arbeiten. Ja, jetzt müssen wir noch die Kartoffeln pflanzen. Ich weiß immer noch nicht, was die Dinger da bedeuten. Egal. Wir gehen die Kartoffeln jetzt pflanzen. Wir brauchen noch 350 Holz. Ich denke mal, das machen wir aber dann so nach und nach. Hm.
Kartoffeln. Jedenfalls müssen wir im genauso wie Kartoffeln, bisschen mehr bringt. 12 Stück noch? 7, 8, 9, 10, 12. So, jetzt haben wir alle weg. Haben keine Steine mehr. Haben so gut wie kein Holz mehr. Wir müssen auf jeden Fall merkwürdige Puppe. Die tun wir mal. So, und ich würde auch sagen, an dieser Stelle beende ich jetzt erstmal die Folge. Geht jetzt, denke ich, glaube ich, irgendwas mit 20 Minuten, weil ich die schneiden muss einmal. Ja, und Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.